100% Rock. Nonstop. Barneys härtestes Praktikum der Welt. Meine Damen und Herren, ich bin befugt. Ich bin der Neue. Ja. So, Barney, die Bälle, das Training ist vorbei. Aha. Bälle sind dreckig. Ja. Sauber machen. Ball bitte sauber machen. Putzstation ist da hinten. Die feinen Herren brauchen saubere Bälle. Das ist ja ganz klar. Ja, da, oh, da ist ein bisschen Dreck drauf. Ja, das müssen wir. Picobello wird das gemacht. Picobello. Ja. Und das Schöne ist, das Wasser beim TSV 1860 München kommt frisch aus dem Eiskeller. Gut für meine Lieblingsspieler wäre es jetzt. Und was ist mit dem anderen Ball? Schmutzig. Sauber. Bälle putzen bei 60 München. Ich kann mich nirgendwo mehr sehen lassen. Freundeskreis weg. Familie flüchtet. Bist du dir wirklich sicher, dass der schon sauber ist? Also da sehe ich noch einen Krümel. Da auch noch kleinlich. Ja, vielleicht noch drüber polieren. Ja, da ist, hast du ja recht, da ist noch eine Kleinigkeit. Ich will ja mal nicht so sein, aber ich denke, jetzt ist der Ball auch sauber. Dann räumen wir mal auf. Wie neu. Wie neu. So, Barney. Ja. Die Schere hast du schon in der Hand, dein Arbeitsgerät, dein nächstes. Jetzt heißt es erstmal Rasenschneiden. Rasenpflege, ja. Wo soll ich anfangen? Strafraum, Fünfer? Ja, auf wo? Den heiligen Rasen darfst du natürlich nicht drauf. Ja, wie? Da dürfen nur unsere Greenkeeper drauf, aber keine Praktikanten. Oh. Du darfst gerne den Seitenstreifen jetzt mal sauber machen. Für die Schiedsrichter, dass die nicht stolpern. Ah! Oh! Rasen will gepflegt werden. Hier ist ein bisschen zu viel. Ja, auch hier ein bisschen. Oh. Anni, was hast du hier gemacht? Schau mal, da ist ja viel zu viel abgeschnitten worden. Oh. Bist du eigentlich wahnsinnig? Da habe ich vielleicht wirklich ein bisschen viel weggenommen. Du Cornelius, was machen die da eigentlich? Was ist das? Ist das Handball oder was? Fußball heißt es bei euch oder wie? Bei uns heißt das Fußball. Und du siehst das aber den aktuellen, den amtierenden Meister der Regionalliga Bayern. So, Barney, wir haben jetzt wieder eine nächste Aufgabe. Ja, gestatten, dass ich die Tür aufhalte. Danke. Ja, ich bin ja hier als Praktikant daher, natürlich. Und zwar im Shop. Ach. Hier kriegst du was gibt's alles, hier auch, was die Löwenseele begehrt, vom Trikot über T-Shirts. Ja, oh, du den Hausschuh ist auch schon da. Für ja. Kleinkinder. Donnerwetter. Schokolade kriegst du erst nachher. Aber echt? Nur, wenn du einen guten Job geleistet hast. Also dann, was gibt's zu tun? Wo kann ich was erledigen? Ich bin jetzt schon mal ganz heiß langsam. Jetzt fang jetzt mal an, die Regale einzuräumen. Servus. Der schnellste warst du aber noch nie. Du kannst bei uns bei Dumm Kick gut bald anfangen, Cornelius, wenn das so weitergeht. So, OXXXL. Du sollst mir am Amor-Presser auch noch ein Trikot mitbringen. Ja, kein Zuckerschlecken. Kugelschreiber 9,95, Flaschenöffner. Oh, Kundschaft! Ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites im Blau. Was hätten wir denn gerne, Herr was Moser? Was hast du denn im Angebot? Wir haben zufälligerweise einen Artikel von 1860 München in diversen Ausführungen. Jetzt tu nicht so blöd. Was brauchst du? Trikot, Hose, Unterhose. Ich hätte Glasl mit der Europapokalmannschaft von 1965. Ja, da muss ich gleich mal kurz hinter ins Lager, Herr Moser. Ah, job, job. Europapokalfinalist 1965. Ja, mit dem Glas, das ist schon mal das erste. Ja. Wie viel kostet das? Achso. $18.00. Also 18 Euro kostet dieses Glas. Und nicht 60 Cent. Das ist so günstig, ja. Okay. Die 60 Cent, 18,60 könntest du mir noch geben, gell? Ja, für die Kinder. Okay, ja. Ja.
So, was haben wir denn da Schönes, Cornelius? So, reden durftest du heute noch gar nichts. Doch, heute Morgen schon, ja, aber hier noch nicht viel. Deswegen haben wir uns gedacht, dass du auch mal mit unseren Fans ein bisschen sprechen darfst, ein paar Tickets auch verkaufen kannst. Wie gesagt, am Montag spielen wir. Okay. Wir brauchen noch ein paar Leute in der Hütte. Da wäre dein Arbeitsplatz. Und dann Telefondienst, oder wie? Telefondienst. So, ja, genau. TSV 1860 München, mein Name ist Barney Bahnsteiner, was kann ich für Sie tun? Ah ja, Tickets. Ja, es gibt bestimmt noch Tickets fürs Spiel gegen wen? TSV 1860 München, mein Name ist Barney Bahnsteiner, was kann ich für Sie tun? Der Herr Ismaik ist noch nicht da. Nein. Nein. Ja. Ja, der kommt am Montag, vielleicht. Ich glaube auch, ja. Ja. Es wird eine Festanstellung, glaube ich, wenn es so weitergeht. Ja, wo ist denn der Toni Groß? Meine Damen und Herren. Schau mal hier. Autogrammkarten von Benny Lautze natürlich schwer gefragt. Ja. Also vom Stapel her gesehen ist es natürlich schon mal hier. Ach, der Florian Hinterberger ist gefragt, scheint mir so, ja. Uli Hoeneß, Autogrammkarten suchen wir auch vergebens, ja. Überhaupt, man sagen muss, dass hier nicht so viel geweint wird wie beim FC Bayern zurzeit. Ja, die Stimmung ist hier viel besser, finde ich fast. Ja. Ich verstehe es nicht. Papier, es ist alles drin. Ich kapiere es nicht. Ich kapiere es quasi nicht. Wo ist denn das Problem? Ich krieg das Ding nicht ans Laufen. Oh, ja, danke, danke. So, Barney, Schweißperlen hat es anscheinend bei dir nicht auf deine Stirn getrieben. Ja, weil ich natürlich konditionell topfit bin. Das konntest du vorher nicht wissen. Ja, das konntest du nicht wissen. Schokolade hast du heute leider nicht verdient. Oh. Aber ich habe da noch was für dich. Die 111 Gründe des TSV 1860 München zu lieben. Ich glaube, da ist auf jeden Fall was dabei für dich. Es hat mein Leben, mein Horizont erweitert, sagen wir mal so, auf jeden Fall. Und ihr seid super nette Leute hier bei 60 München. Das möchte ich hier nochmal festhalten, meine Damen und Herren. Nicht ein jeder 60er ist so wie der Mittelmoser. Hm? Ja, Cornelius. Alles Schöne hat mal ein Ende. Ja, Gott sei Dank. In diesem Sinne, danke für die Gastfreundschaft. Immer wieder gerne. Ob ich da nochmal herkomme? Oh, die Klamotten. Die darfst du natürlich behalten. Die kannst du auch gerne ja, wieder zurück. Maß ja. Angefertigt, nur für dich. Ja, vielen Dank. Muss ich jetzt so nach Hause. Also, tschüss. Gell? Tschüss. Und immer schön Rockantenne hören. Ja, servus. Gott sei Dank haben wir den weiter. Rock Antenne, 100% Rock, nonstop.